Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Lux, wir beginnen mit einem negativen Beispiel der Vergangenheitsbewältigung, nämlich mit einem Beispiel der Verdrängung, Verharmlosung und Vertuschung, jedenfalls aus meiner Sicht. Wir können da ja dann in der Diskussion auch nochmal drüber reden. Unter den traditionellen Eliten in Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die das nationalsozialistische Regime stützten, war die Militärelite die wichtigste und einflussreichste. Sie wurde frühzeitig in die radikalen Pläne Hitlers eingeweiht und spielte im Projekt eines großgermanischen Reiches, das nur durch Krieg zu realisieren war, naturgemäß eine zentrale Rolle. Die Zwei-Säulen-Theorie, nach der die Wehrmacht neben der Partei die tragende Säule des NS-Staats war, diente nicht nur der Propaganda, sondern spiegelte tatsächlich das Programm des Nationalsozialismus, der eine Ideologie des Kampfes um die Volksgemeinschaft und des Krieges um die Vorherrschaft in Europa war. Die Militärelite wusste von diesen Zielen und ließ sich, trotz sporadischer Skepsis, bereitwillig für sie einspannen. Sie tat dies nicht nur aus Egoismus, Opportunismus, Ruhmsucht oder anderen niederen Motiven, sondern auch, weil Hitlers Politik mit dem in dieser Elite vorherrschenden Denken in rassistischen, machtpolitischen und militaristischen Kategorien kompatibel war. Auch ohne Nazis zu sein, stellte die überwältigende Mehrheit der Generalität ihr professionelles Können bis zuletzt in den Dienst der Diktatur. Die Offiziere des 20. Juli waren eine Ausnahme und letztlich völlig isoliert. Damit trugen die insgesamt 3.191 Generale und Admirale der Wehrmacht ganz entscheidend zu den Erfolgen und zur langen Widerstandskraft der NS-Schreckensherrschaft bei. Umso mehr, da Hitler auf ihre Dienste angewiesen war. Schließlich konnte er nicht ohne weiteres eine neue Militärelite aus dem Boden stampfen. Der Katalog des Mitwirkens an einer verbrecherischen Politik ist lang und stellt alles in den Schatten, was von den übrigen alten Eliten bekannt ist. Die Generalität, besonders die Wehrmachtsführung, OKW, die Heeresleitung, OHL und die oberste Truppenführung beteiligten sich maßgeblich an der Planung, Vorbereitung und Durchführung von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, besonders des rassenideologischen Rauberoberungs- und Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. Sie verantwortete Kriegsverbrechen wie den Mord an den Kommissaren der Roten Armee, dem Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, den Exzessen im Partisanenkrieg, dem Terror einer rücksichtslosen Besatzungspolitik. Sie begünstigte und unterstützte mit der Vernichtung der jüdischen Gemeinden in der besetzten Sowjetunion die erste Etappe des Holocaust. Und sie zeichnete auch in ihrem professionellen Kernbereich der operativen Kriegführung für zahlreiche Fehlentscheidungen mit katastrophalen Folgen verantwortlich. Zu nennen sind hier etwa die auch militärisch völlig verfehlte Planung des Unternehmens Barbarossa gegen die Sowjetunion und das nicht nur riskante, sondern sinnlose Vorantreiben völlig erschöpfter Truppen auf Moskau im Spätjahr 1941, um nur zwei ganz gravierende Beispiele zu nennen. Der Umfang der von der Militärelite verantworteten oder mitverantworteten Untaten und Fehlleistungen legt nahe, dass die Generale eigentlich in Sack und Asche hätten gehen müssen, als das Projekt, an dem sie mitgewirkt hatten, so verheerend gescheitert war. Ihre Beteiligung an Krieg und Verbrechen zwang zur individuellen und internen, ebenso wie zur öffentlichen und justiziellen Aufarbeitung des Geschehens. Für die Generalität begann dieser Prozess in der Kriegsgefangenschaft, also teilweise schon vor 1945. Die von US-Amerikanern und Briten abgehörten Gespräche deutscher Generale sowie die Aufzeichnungen aus den Gefängniszellen zeigen, dass es in den ersten Monaten nach der Gefangennahme tatsächlich viel Unsicherheit
und auch Nachdenklichkeit unter den höchsten Offizieren gab. Nicht nur individuell, sondern auch in der Gruppe. Die große Mehrheit der Generale war zwischen der Erkenntnis, einer schlechten Sache gedient zu haben, und dem Bedürfnis, diesem wichtigen Abschnitt ihrer Biografie dennoch einen Sinn zu geben, hin und her gerissen. Ein General brachte die gedrückte Stimmung auf den Punkt, als er in Gefangenschaft seinem Tagebuch anvertraute, Zitat, furchtbar, wenn man an allem irre werden soll, dem man bisher geglaubt und gedient hat. Diese Stimmung suchte sich in gemeinsamen Reflexionen über das eigene Tun sowie über das Für und Wider der NS-Zeit Luft zu verschaffen. Dabei gab es hin und wieder sogar Ansätze von zaghafter Selbstkritik. Doch war dies nur eine Momentaufnahme aus internen Gesprächen, die ohne die Lauschangriffe der Westalliierten nicht überliefert wären. Dasselbe gilt für die partielle Nähe und Affinität zum Regime und seinem Führer, die in den vermeintlich vertraulichen Unterredungen deutlich wurden. So beendeten zum Beispiel die zwei Spitzenmilitärs, Generaloberst Heinz Guderian und Generalfeldmarschall Wilhelm von Leeb, im Juli 1945, also zu einem Zeitpunkt, als die Ausmaße des Holocaust und der anderen Verbrechen längst kein Geheimnis mehr waren, einen langen Meinungsaustausch über die Vorzüge und Nachteile der NS-Herrschaft mit der bemerkenswerten Übereinstimmung, stimmt Guderian, die grundlegenden Prinzipien waren gut, Leeb, das ist wahr. Solche Belege von Affirmation, die ein Licht auf die Gründe für die fast reibungslose Einordnung der Militärelite in Hitlers Politik warfen, waren allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die unsichere und häufig auch uneinige Bewertung der jüngsten Vergangenheit, die sich in manchen privaten Gesprächen und Aufzeichnungen kurz vor oder nach dem Zusammenbruch zeigte, sollte in den öffentlichen Diskursen und vor Gericht einer geschlossenen Abwehrhaltung weichen. Mit den Worten eines abgehörten Generals, Zitat, bei allem, was ich aussage, habe ich mir immer vorgenommen, es immer so zu drehen, dass das Offizierskorps reingewaschen wird. Rücksichtslos, rücksichtslos. Zitat Ende. Dass sich die Generalität für ihr Verhalten in der NS-Zeit zu rechtfertigen, ja zu verantworten hatte, war jedem bewusst. Nicht wenige befürchteten sogar ein beispielloses Strafgericht, eine Prognose, die zur gedrückten Stimmung beitrug. Es ist erstaunlich, wie schnell sich diese Funktionselite, die sich in den 12 Jahren der NS-Herrschaft nicht einmal zum einmütigen Auftreten gegen Hitlers Politik aufzuraffen verstand, auf eine gemeinsame Verteidigungsstrategie einigte. Im November 1945 legte der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres Walter von Brauchitsch gemeinsam mit dem ehemaligen Generalstabschef Franz Halder und dem General Manstein, sonst übrigens ein Teamfeind Halders, Walimond und Westphal, eine Denkschrift vor, die den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg davon überzeugen sollte, dass das deutsche Heer und insbesondere sein Generalstab keine verbrecherische Organisation waren. Die Denkschrift verwies auf die angeblich unpolitische Haltung des Offizierskorps und konstruierte eine Dichotomie. Hier die so fähige wie anständig gebliebene Militärelite, dort der so fahrlässige wie verbrecherische Diktator und seine SS-Sterne. Ebenso erstaunlich ist, wie schnell die Generale zu ihrem Selbstbewusstsein zurückfanden. Daran hatten die Westalliierten entscheidenden Anteil. Während die in der Sowjetunion Kriegsgefangenen und verurteilten Generale bis 1955 in Lagern verschwanden und auf die öffentliche Wahrnehmung also keinen Einfluss nehmen konnten, gelang ihren Kameraden in den westlichen Besatzungszonen allmählich der erstaunliche Rollenwechsel von Tätern zu Opfern und Verbündeten. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess mit den Todesurteilen gegen die Generale Jodl und Keitel schien noch auf das gefürchtete harte Strafgericht gegen die Wehrmacht zu deuten,
hatte aber aus Sicht der Generalität immerhin die positive Seite, dass kein Teil der militärischen Führung zur verbrecherischen Organisation erklärt wurde und man die Schuld auf das ungeliebte OKW und seinen nun hingerichteten Chef Keitel schieben konnte. In den amerikanischen Nachfolgeprozessen ging der aufklärerische und justizielle Schwung dann vollends verloren. Zwar wurden 1948 insgesamt 19 Generale zu Haftstrafen zwischen 3 und 20 Jahren verurteilt, also zwischen 3 und 20 Jahren verurteilt, aber die Nachforschungen der Richter und Staatsanwälte nach der Beteiligung an Kriegsverbrechen wurden immer oberflächlicher und der Holocaust blieb nun weitgehend ausgeklammert. Für die Angeklagten unangenehmer, doch im Ergebnis vergleichbar, verliefen die wenigen britischen Prozesse, von denen der Hamburger Mannschein-Prozess im Jahr 1949 der bekannteste war. Wichtiger als die Prozesse selbst waren die Solidarisierungseffekte, die sie auslösten. Nicht nur in Deutschland wuchs die Empörung über die Siegerjustiz, sondern auch in den USA und in Großbritannien wurde die Strafverfolgung von deutschen Offizieren angesichts des sich verschärfenden Ost-West-Gegensatzes als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Zahlreiche angelsächsische Politiker, Militärs und Militärpublizisten, die das militärische Können der Wehrmacht bewunderten und sich ihren Kriegsgegner nicht durch das lästige Beiwerk von Verbrechen schlechtreden lassen wollten, setzten sich für die Angeklagten und dann für die Verurteilten ein. Symptomatisch war das Beispiel des in England hochgeschätzten Erich von Manstein, der von britischen Rechtsanwälten nicht nur aus Pflicht, sondern aus Überzeugung verteidigt wurde und bis zu Winston Churchill prominente Fürsprecher gewann. Schon kaum waren die Urteile gesprochen, setzte schon die Kampagne für eine vorzeitige Haftentlassung ein. In der jungen Bundesrepublik ergriff eine Art große Koalition von Konrad Adenauer bis Kurt Schumacher Partei für, wie sie genannt wurden, unsere Soldaten. In den Gefängnissen von Landsberg und Werl drückten sich die prominenten Unterstützer die Klinke in die Hand. Das publizistische Trommelfeuer wurde von der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit geleitet, wo sich besonders Marion Gräfin Dönhoff für eine Rehabilitierung der verurteilten Generale stark machte. Die Forderung nach einem Schlussstrich unter das Kapitel der strafrechtlichen Verfolgung wurde geschickt mit der Diskussion um einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag innerhalb der NATO verbunden. Die Kampagne hatte Erfolg. Bis 1954 waren alle verurteilten Generale aus der Haft entlassen. Stimmt, das erneuerte Selbstbewusstsein der NS-Täter aus der Militärelite wurde auch dadurch gestärkt, dass die Westalliierten sofort nach dem Krieg auf ihre fachliche Expertise zurückgriffen. Von 1946 bis 1961 beschäftigte die US Army in ihrer Historical Division mehrere hundert ehemalige Wehrmachtsoffiziere, unter ihnen überwiegend Generale und hohe Generalstabsoffiziere, die in über 2.500 Studien die Geschichte des Krieges aus ihrer Sicht darstellen durften. Stimmt, die amerikanischen Streitkräfte interessierten sich zu Beginn des Kalten Krieges besonders für die Erfahrungen der Deutschen im Kampf gegen die Rote Armee. Umso mehr konnten sich die deutschen Mitarbeiter als Offiziere profilieren, die im Osten um ein Haar siegreich gewesen wären, die also wussten, wie es ging. Die Leitung der deutschen Projektgruppen übernahmen die Generale Georg von Küchler und Franz Halder. Bezeichnend war, dass sich beide weiterhin mit ihren letzten Diensträngen anreden ließen, Herr Generalfeldmarschall, Herr Generaloberst. Ihrem Renommee bei den amerikanischen Auftraggebern und unter ihren Kameraden tat es keinen Abbruch, dass Küchler gegen und vor Leningrad Hitlers brutale Vernichtung durch Hungerstrategie umgesetzt hatte und Halder als williges Werkzeug seines Führers für zahlreiche, teils verhängnisvolle, teils verbrecherische Entscheidungen mitverantwortlich war. Küchler gab verbindliche Richtlinien für die Arbeit der Militärelite an der jüngsten Geschichte aus. Einige Zitate.
Es werden die deutschen Taten vom deutschen Standpunkt gesehen, festgelegt und dadurch unseren Truppen ein Denkmal gesetzt. Es darf keine Kritik an Führungsmaßnahmen geübt werden. Es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass irgendeine führende Persönlichkeit, sei es Vorgesetzter, Nachbar oder Untergebener, irgendwie belastet wird. Die Leistungen unserer Truppen sind gebührend zu würdigen und herauszustellen. Zitat Ende. Es ist bemerkenswert, dass diese Art manipulierte und manipulative Militärgeschichtsschreibung von den Amerikanern honoriert wurde und großen Einfluss auf die Deutung des Zweiten Weltkriegs gewann. Der frühere Generalstabschef Halder blieb anders als Küchler von der alliierten Militärjustiz unbehelligt und erhielt für seine Verdienste in der Historical Division die höchstmögliche amerikanische Auszeichnung. Er konnte sich mit diesem amerikanischen Rückenwind zum Doyen der Militärelite AD und Lordsiegelbewahrer der Legende von der sauberen Wehrmacht aufschwingen. Ältere Kollegen wissen noch zu berichten, wie Halder in den 1950er Jahren im Münchner Institut für Zeitgeschichte auftauchte, um auch der jungen Zeitgeschichtsforschung das quasi offiziöse Bild des deutschen Generalstabs von der eigenen Geschichte zu vermitteln. Die von Halder vertretenen Deutungsmuster lagen ganz auf der Linie der Generalsdenkschrift von 1945. Ihre geradezu gesetzmäßigen Vorgaben waren: erstens, die Militärelite war fachlich herausragend und moralisch anständig, aber unpolitisch. Zweitens, sie wurde genauso wie die gesamte Wehrmacht und das ganze deutsche Volk von einem dämonischen Diktator missbraucht und ins Verderben geführt. Drittens, für alle strategischen und operativen Fehler trägt der militärische Dilettant Hitler die Verantwortung, für alle Kriegs- und NS-Verbrechen außerdem die SS. Viertens, die deutschen militärischen Leistungen sind ein Ruhmesblatt und aus der negativen Gesamtgeschichte des Dritten Reiches herauszulösen. Diese Interpretation, die von der Dämonisierung Hitlers, Selbstviktimisierung der Mittäter, Heroisierung der Wehrmacht und Bagatellisierung ihrer Verfehlungen geprägt ist, dominierte einige Jahrzehnte die westdeutsche und teilweise auch die angelsächsische Militärgeschichtsschreibung. Sie entsprach den nachträglichen Selbstlegitimierungs- und Entlastungsdiskursen innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft. Der Wiederaufstieg zur führenden Industrienation sollte nicht durch das Bohren in den offenen Wunden eines verbrecherischen Krieges gestört werden, während andererseits Identifikation mit den militärischen Leistungen der Wehrmacht durchaus motivierend war. Eine Rolle spielte auch, dass die Wiederaufrüstung ohne die maßgebliche Beteiligung von Vertretern der alten Militärelite kaum möglich war und ehemalige Wehrmachtsgenerale in die Bundeswehr übernommen wurden. Auch wenn die Studien deutscher Offiziere in der amerikanischen Historical Division zunächst nicht veröffentlicht wurden, hatten sie doch für die Rekonstruktion des Zweiten Weltkriegs im Geiste des deutschen Generalstabs, so ein schönes Zitat von Bernd Wegner, eine große Bedeutung. Die Memoiren und militärgeschichtlichen Publikationen ehemaliger Wehrmachtsoffiziere und sogar viele Werke angelsächsischer Militärschriftsteller orientierten sich an ihnen bzw. an den ihnen zugrunde liegenden Interpretationsmustern. Über diesen Weg erlangten ihre Deutungen und Narrative auch in die Massenmedien und umso leichter ins öffentliche Geschichtsbewusstsein der Bundesrepublik. Besonders die Memoiren der Generale erlangten große Popularität und Wirkung. Ihre Verfasser, allen voran Manstein und Guderian, verstanden es äußerst geschickt, die gängigen Helden- und Opfernarrative über die einfachen Soldaten, die im Stalingrad-Mythos ihren höchsten Ausdruck fanden, auf sich selbst zu übertragen. Die Selbstbezeichnung nicht etwa als Hitlers Generales, sondern schlicht als Soldaten
formte schon manchen Titel. Erinnerungen eines Soldaten, Guderian. Soldat bis zum letzten Tag, Kesselring. Aus einem Soldatenleben, Mahnstein und so weiter. Geradezu sprichwörtlich wurde der Titel der überaus erfolgreichen Kriegserinnerung Mahnsteins Verlorene Sieger. In diesen zwei Worten steckt der Kern der so wirkmächtigen Geschichtsschreibung der besiegten Militärelite, nämlich die Botschaft: Wir waren professionell die Besten und hätten zumindest im Osten gesiegt, wenn uns nicht Hitler militärisch, politisch und moralisch alles vermasselt hätte. Stimmt der eigene Anteil an Kriegsverbrechen oder gar am Holocaust wurde dabei großzügig übergangen? Und die seriöse Zeitgeschichtsforschung, werden Sie mit Recht fragen? Sie wagte lange Zeit nicht, gegen die Selbstdarstellung des ehemaligen Generalstabs anzuforschen und anzuschreiben. Der professionelle wissenschaftliche Zugang wurde durch die Tatsache erschwert, dass die Militärgeschichte und dann auch die Biografik in der Historikerzunft als unattraktiv und randständig galten. Außerdem hatten die meisten in Frage kommenden Historiker selbst in der Wehrmacht gedient und waren gegenüber ihren ehemaligen Vorgesetzten auch befangen. Erst seit Ende der 1960er Jahre hat die westdeutsche Geschichtswissenschaft die Mythen um die Wehrmacht in einem mühsamen und langwierigen Prozess Stück für Stück dekonstruiert. Und eigentlich erst die Debatte um die Hamburger Wehrmachtsausstellung von 1995, also nach Ende des Kalten Krieges, verhalf dieser kritischen Forschung zur notwendigen öffentlichen und wissenschaftspolitischen Aufmerksamkeit, um die von der Wehrmachtselite geprägten Geschichtsbilder aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu verdrängen. Heute ist von den Legenden von der sauberen Wehrmacht und ihrer hochprofessionellen, zwar politisch naiven, doch moralisch integren Führung wenig übrig geblieben. Der eingangs skizzierte Erkenntnisstand über die Verfehlung der Militärelite in der Diktatur markiert gewissermaßen die Fallhöhe, mit der sich die Wehrmachtsgeneralität 1945 konfrontiert sah. Dass der drohende ganz tiefe Fall verhindert werden konnte, indem es ausgerechnet dieser tief kompromittierten Elite gelang, die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte zu gewinnen, darf als eine der erstaunlichsten geschichtspolitischen Manipulationen innerhalb der sogenannten Vergangenheitsbewältigung bezeichnet werden. Überspitzt formuliert war dies der letzte Sieg der Wehrmacht.